Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier. Und die Leute, die das vorletzte Video bzw. das Infovideo gesehen haben, die wissen mittlerweile wahrscheinlich schon, worum es geht. Ich möchte meine Serien weiterführen, die ich mal angefangen habe, die tatsächlich sehr unangenehm waren, habe ich mir im Nachhinein mittlerweile mal angeguckt. Und ja, genau, das möchte ich halt weiterführen. Hier in dem Video werden wir tatsächlich Kids-Serie weiterführen, wo ich mit den ganzen Kids probiere, Skywars zu gewinnen. Aber hier geht es auf jeden Fall weiter mit der Kids-Serie, deswegen hoffe ich, euch gefällt das Video. Falls ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, alles kostenlos, supportet mich. Wir sind kurz vor den 2K, würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten hätte ich gesagt, sehen wir uns gleich in der ersten Runde mit dem ersten Kit wieder. So, Freunde, sind wir in der ersten Runde und ich habe gerade mal nachgeschaut, das erste Kit ist das Pyro-Kit. So, also, kommen wir ganz kurz dazu, was das Kit alles hat. Das Kit hat einen Sharpness, also ein Sharp 2 und Fire Aspect 2 Goldschwert, was ganz cool sein kann. Ein Feuerzeug mit Unbreaking 10 und hier haben wir direkt auch schon den ersten Gegner. Ich glaube, wir machen hier unser Schwert schon kaputt tatsächlich an dem Gegner. Passt. Kurz mal auf ein anderes Schwert wechseln. Aber den haben wir sogar. Nice. Überraschungseffekt war auf jeden Fall da bei dem Jan. Ja, wie gesagt, man hat halt zwei Lava-Eimer und noch eine Feuerresistenz-Pot. Also, es ist nicht wirklich so spektakulär, aber es ist, das Feuerschwert ist halt schon ganz cool, weil das eigentlich, ja, macht halt nebenbei noch ein bisschen Damage, wenn du da den mit den First Hit gibst und so. Das Einzige, was halt sehr schlecht ist an dem Kit, beziehungsweise was halt, ja, generell einfach schlecht ist und das Stärkste ist ja in meinen Augen das Schwert, was man hat. Das Goldschwert mit Sharpness 2 und Fire Aspect 2. Der einzige Nachteil dran ist halt, dass ich erstens mal kein Wassereimer in der Hotbar hatte und jetzt übel viel Fall Damage kassiert habe. Und der richtige Nachteil dran ist halt, dass das Schwert halt sehr schnell kaputt geht, weil es halt einfach nur Gold ist. Überraschungsmoment. Bam, bam. Das ist halt ehrlich cool. Du hast halt so das Feuerzeug und dann, also beziehungsweise dieses Schwert, das macht halt über Damage. Auf lange Zeit gegen jemanden fightest, das draint dir halt gut Leben raus wegen dem Feuer. Vor allem, wenn sich der Gegner halt nicht löscht halt. So, lebt nur noch ein Gegner. Wo ist denn der Mann? Hab ich einen Kompass? Der ist hinter uns anscheinend. Oder auch über uns. Hey! Bleib da, Bro. Ich verstehe noch nicht so ganz, was jetzt so sein Plan ist. Der will wieder hochgehen. Denkt ihr, die ist im Bewusstsein, dass ich seine Lava weggemacht habe? Und er ist tot. GG. Damit haben wir das Pyro-Kit vollständig gemeistert. Alright, Freunde, wir sind in der nächsten Runde und das nächste Kit ist das MLG-Kit. Wie ihr seht, wir haben zwei Stacks Oak Planks, wir haben 26 TNT, zwei Wassereimer und zwei Boote und ich glaube, die Cobwebs gehören auch noch mit dazu. Deswegen, ja, das ist das MLG-Kit und wir werden auf jeden Fall jetzt den ein oder anderen MLG wahrscheinlich auf jeden Fall auch machen. So, machen wir direkt mal ein Basic MLG. Bam, bam, bam. Und wir mal hier rüberkommen. Let's go. Hat er jetzt die ganze Zeit hier reingeguckt? Ach du Scheiße, von da kommt ja einer. Eieieiei. Alright, Freunde. Wieder neue Runde. Mal gucken, vielleicht klappt es jetzt besser. Wir können, oh mein Gott, wir können in die Mitte. Vielleicht habe ich da ein bisschen besseren Stuff. Dann können wir ein bisschen mehr machen in der Runde. Mal gucken. Oh, eine Dia-Hose nehmen wir auch noch schön mit. Jetzt sind wir full die. Sehr schön. Da rennt einer. Mal gucken, kriegen wir den? Oh mein Gott, der Beste. Den haben wir tatsächlich nicht, ne. Und da bietet sich jetzt unser Kit wieder ganz gut an, weil der flutet uns hier nämlich schön weg. Jetzt können wir hier den hier machen. Bevor der uns wegflutet, machen wir jetzt, wir malen jetzt einen TT-Boost hin. Wir tun mal so, das hat keiner gesehen, ja? Stabiles Knockback auch an der Stelle. Er ist mit runter. Ich habe seinen Kill, oder? Ja, oh mein Gott. Ich habe ihn. Oh mein Gott, wie gut, hä? Best Skywars Player in the world. Den kriegen wir bestimmt gesniped. Oder auch nicht, weil ich einfach kacke bin. Okay, das heißt aber dann dementsprechend wieder schönen saftigen TNT-Boost nach drüben machen. Ja, das wollte ich eigentlich mitnehmen, das TNT. Ich hoffe, der funktioniert trotzdem. So, GG. Der sollte tot sein. Sehr nice.
Mache ich noch einen legendären MLG. Ich hoffe, das reicht trotzdem. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bin ich traurig. Oh mein Gott. Bin ich teilweise besser als so ein Vierer. Oh nein, ich wollte ihn OP-Weapon. GG. Da haben wir auch mit dem zweiten Kit gewonnen. So, Freunde. Und damit sind wir auch... Jetzt habe ich verkackt, in die Mitte zu gehen. Brr. Egal. Aber wir sind auf jeden Fall in der letzten Runde mit dem letzten Kit. Auf jeden Fall ist es das letzte Kit und das Ganze ist das Feuerwehrmann-Kit. Und mit dem Feuerwehrmann-Kit hat man eine schöne Effizienz 10-Axt, Unbreaking 10-Axt, mit der man bestimmt schon mal ganz, ganz nette Sachen machen kann. Zum Beispiel Leute spleen. Dann hat man einen Squid, der ist ganz süß. Tschüssi. Und man hat einmal eine Feuerresistenz-Pot. Die wurde jetzt natürlich auch getrunken. Und der Mann hat Bock auf uns. Und ich habe ihn übel outplayed, glaube ich. Vielleicht lebe ich noch, vielleicht auch nicht mehr. Ja, das vielleicht auch nicht. So, Freunde, da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Und das mit dem Feuerwehrmann-Kit. Mann, ich bin zweimal runtergelaufen. Das gibt's halt nicht. So, Freunde, okay, ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben war. Ich bin jetzt zweimal verzweifelt auf MVU runtergelaufen. Jetzt kam kein MVU mehr. Jetzt bin ich einfach in Pines reingegangen mit Feuerwehrmann. Weil eigentlich spielt man Feuerwehrmann halt so am besten auf MVU und auf Labyrinth. Das sind so zwei Maps, die eigentlich optimal sind für das Kit. Irgendwie muss ich das Ganze ja fertig bekommen, weil ich gleich auch nach dem Aufnehmen vom Video direkt übergehe in den Stream. Deswegen, wer Bock hat, gerne auf Twitch mal vorbeischauen. Wie gerade schon erwähnt, ich bin aktuell daily live, so 19 Uhr abends oder aktuell, also jetzt habe ich noch Ferien, wo ich das aufnehme. Ich denke, das wird sich aber auch bald ändern, weil da, wo ihr das Video seht, also am Samstag, danach die Woche habe ich wieder Schule, deswegen, ja, hat sich das an der Stelle auch erledigt, aber ich bin so meistens abends aktuell live, so um 19 Uhr, deswegen da gerne auch mal vorbeischauen, würde mich freuen, euch im Stream zu sehen. Ich spiele halt auch recht viel Skywars und so, deswegen check gerne ab. So, dann holen wir dich einmal kurz. Oh mein Gott, knappes Ding, sehr, sehr knappes Ding. Tut er sich aber irgendwie anders zum Fighten. So schön OP-webbed. Und das war's auch mit dem GG. Damit haben wir das Feuerwehrmann-Kit auch endlich mal geschafft. So, Freunde, da ist es auch schon wieder soweit. Wir haben jetzt mit 3 Kits das Ganze wieder gewonnen. Ich werde immer pro Part, denke ich, so 3 Kits spielen. Und da in dem Fall waren es jetzt halt die 3 Kits. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Deswegen würde ich mich sehr über einen Like und einen Kommi freuen. Lasst auch gerne ein Abo da. Wie gesagt, wir sind kurz vor den 2K. Würde mich riesig freuen, wenn wir die schaffen. Und ansonsten hätte ich gesagt, habt noch einen wundervollen Tag, wenn ihr auch immer das Video seht. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.